Die Altmühle Albisrieden. Jeden Dienstag treffen sich hier die Leiterinnen und Leiter der Pfadiabteilung Rudolf Braun für die Besprechung der nächsten Übung. Also am Dienstagabend ist einfach, ja, ist auch gehockt hier in der Mühle. Wir teilen uns dann aufteilen in die Stufen. Und jede Stufe tut dann für sich eigentlich die Übung vom letzten Samstag, also was sie am letzten Samstag erlebt haben, noch auswerten und schauen, was man besser machen könnte. Und andererseits dann auch die Übung vom nächsten Samstag planen. Aber was braucht es eigentlich, um jeden Samstag ein neues Programm auf die Beine zu stellen? An was muss man denken? Was muss man alles organisieren? Um das herauszufinden, schauen wir den Leiter der Meute Condor über die Schulter. Heute Abend planen wir vor allem die Übung für den nächsten Samstag planen. Was machen wir? Wo sind wir? Was müssen wir mitnehmen? Meistens nach einem bestimmten Thema, also ein Quartalsthema, das wir einfach das ganze Quartal lang durchführen. Das heisst, von der einen Ferie bis zur anderen. Okay, am Samstag, also am 23.01. ist das, oder? 2010? Ja. Antreten ist normal um 2 und Abtreten um 5. Genau, kommen wir zum Thema Alien. Quartalsthema, oder? Quartalsthema. Okay. Dann machen wir, dass wir das Alien finden. Also wir laufen mal los, okay, mit dem Okay, wir laufen los und sehen das Alien dann, ist gut? Ja. Es hat das Problem, es kommt nicht mehr zurück in seine Heimat. Ja, auf dem Mars, oder? Ja. Okay, es ist sick und kann nicht mehr fliegen. So werden alle Ideen gesammelt und zu einem Übungsprogramm zusammengestellt. Nicht vergessen, einen groben Zeitplan. Im Recht viel vorbereiten. Ja, vor 2,5 Stunden vorher. Dann haben wir noch zusammen zu mitnehmen. Und eine Materialliste. Die Bindestricke können wir noch unten mitnehmen, das Teil können wir auch noch unten mitnehmen. Für die nächste Übung haben wir sehr viel vorzubereiten. Darum dürfen wir es wahrscheinlich etwa um 11:30 und essen dann zusammen kurz Mittag, vorbesprechen, was wir jetzt alles machen müssen, wie das genau ablaufen soll. Dann gehen wir zum Antretenort. Das ist das mal der Zoo. Und dort werden wir jetzt selber aufbauen. Die Sachen, Verkleidung schon an den richtigen Ort legen, das Baumtelefon aufhängen. Einfach verschiedene Sachen vorbereiten, die wir nachher während der Übung keine Zeit mehr haben, um sie zu machen, weil wir uns um die Kinder kümmern müssen. Etwa um 1:30 werden unsere sogenannten Böhli-Männer kommen, die einfach eine Rolle übernehmen in unserem eigentlich grossen Theater über 3 Stunden. Und dann um 2, also etwa ab dem 2:15 kommen die Kinder, dann nehmen wir die Kinder in Empfang, reden ein mit ihnen. Dann um 2 fängt die Übung an und so wird dann unser Programm ablaufen, hoffentlich wie wir es geplant haben. Bis um 5 geht das dann. Es ist Samstag, man trifft sich wieder wie abgemacht. Zuerst aber noch der 4 in Posten. Der gehört zu jeder Übung. Nachher geht es dort an, wo die Übung stattfindet. Die Böhlimannen sind schon da. Während dem Ausladen werden die Böhlimannen in ihre Rollen eingewiesen. Und das Alien sagt, nein, bitte, helf mir. Dann heben wir den Professor und sagen, hey, so geht es nicht, das ist unser Kollege da. Sobald alles klar ist, geht es ab Richtung Wald. Da sollte eine Seilbrücke gebaut werden. Fadis müssen ja später vor dem bösen Professor flüchten. Sehr gut. Wir schauen, machen Schritt für Schritt. Sieh jetzt einfach. Ja, los. Was sind denn die Ziele der heutigen Übung? Die Ziele sind, so die Fadi-Werte zu vermitteln. Miteinander teilen. Zusammenhalt, genau. Natur achten. Einfach verschiedene Punkte, es gibt so ein Pfadigesetz, die dort verankert sind. Es ist 2. Jetzt fängt es an.